Interessantes Thema heute auf jeden Fall, was wir uns heute anschauen in unserem Liebestarot, Liebesorakel oder eben auch ja, Reading für dich ganz persönlich, ist einfach die Tatsache, dass man mal schauen sollte, warum bin ich denn vielleicht aktuell so ein bisschen antriebslos, emotionslos, hab keinen Elan, mir fehlt irgendwie die Energie. Ja, was ist denn da rund um mich herum los? In Bezug auch auf einen Wunschpartner in der Liebe, wenn es nicht so richtig vorwärts geht. Der Grund für Antriebslosigkeit, Emotionslosigkeit, wenn man leer ist, keine Energie hat, ist einfach meistens der Fall, der Fall, dass du irgendwie irgendwas um dich herum hast, was dir deine Energie raubt. Also etwas kostet dich mehr Energie, als du bekommst. Ja, das ist dann ein manchmal auch schleichender Prozess, wo du dann irgendwie irgendwann mal da sitzt und sagst, also irgendwie bin ich einfach nur platt. Ja, ich habe kein Feuer mehr, ich habe kein Spirit mehr, kein Elan mehr. Ich möchte einfach nur noch schlafen, kann mich zu nichts aufraffen. Dann hat dir irgendwer oder irgendetwas die Energie geraubt. Wenn es jetzt ums Thema Liebe geht, ja, mag es vielleicht tatsächlich der Wunschpartner sein. Na, für die Männer, die zuschauen, die Wunschpartnerin, da sich der Kopf immer und immer wieder rund um das Thema dreht, das man nicht lösen kann. Und je mehr sich der Kopf im Kreis dreht, umso mehr Energie geht weg und so emotions- und antriebsloser wirst du auch. Deswegen wollen wir heute mal in den Karten nachschauen, ist das dein Weg? Ist das jemand an deiner Seite, an dem du festhalten sollst, weil sich die Dinge ändern, weil man vielleicht gerade eine schwere Zeit hat, weil beide irgendwie Energie in etwas geben, was anstrengend ist, wo man sich gegenseitig anstrengend findet. Ja, kommt man da wieder raus, geht's wieder vorwärts, weil jedes Kennenlernen, jede Partnerschaft hat ja immer so seine Höhen und Tiefen, na? Oder ist das einfach was, wo hier die komplett die Luft raus ist und es eigentlich für dich besser wäre zu sagen, nee, ich habe eh keine Energie mehr, ich habe jetzt meine ganze Energie, die ich habe, auf dich draufgeschüttet und da kommt nichts zurück. Ja, ich habe dann selber gar keine Energie mehr, ich habe das alles verpuffen lassen, an dir, über dich, um dich herum. Und jetzt komme ich selber gar nicht mehr wirklich klar. Wann hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht, dass dir der Bauch wehgetan hat? Wann warst du das letzte Mal richtig glücklich und happy und voller Freude? Wenn das schon ein bisschen her ist, solltest du jetzt dranbleiben, denn wir schauen uns das jetzt an. So, ja. Kanalmitglied haben wir immer noch kein neues dazu bekommen. Was ist hier nur los? Funktioniert es mit der Kanalmitgliedschaft? Weil manchmal irgendwie gibt es nicht, da kommen Fehlermeldungen. Wenn du also möchtest, dass du auch sonntags das große Deck für die ganze Woche siehst und Preise gewinnst und du hast Schwierigkeiten mit der Kanalmitgliedschaft, mach's wie viele andere auch. Die machen einen kleinen Dauerauftrag, die kriegen dann das große Deck per Mail zugesendet. Also lass mich doch mal hören, ob da alles in Ordnung ist oder ob einfach niemand in die Kanalmitgliedschaft mehr kommen mag. Okay, wir schauen uns das an. Ich mische, ach nee, ich mache jetzt erstmal die Kamera an und dann schauen wir mal, was ist gut für dich in der nächsten Zeit in Bezug auf deinen Wunschpartner. Wo geht's hin? Wo geht's lang? Ich mache die Kamera an. Boing. So, dann mische ich auch mal. Und wir schauen uns mal das ganze Elend an, weil mich interessiert immer hauptsächlich, und das ist auch in meinen persönlichen Readings so, dass es dir irgendwie gut geht oder besser geht. Ja, ich zeige dir Wege auf, ich zeige dir Sackgassen auf, die du vermeiden solltest. Na, ich schaue, was kannst du tun, dass es dir gut geht. Na, das ist immer so ein bisschen mein Hauptansinnen zu schauen, was kann ich tun, damit es dir besser geht. Na, da sind oft Tränen, Verzweiflung dabei am Telefon, aber bis jetzt, glaube ich, habe ich meine Arbeit bis jetzt immer ganz gut gemacht, weil ich sage ja auch immer, nimm das Leben nicht so ernst. Na, wieso ist das jetzt wieso ist das krumm? Hier auf dem Tisch schaut es gerade aus und die Kamera zeigt mir, es ist krumm. Okay, so, wir gucken mal. Wir wollen natürlich Hauptaussagen haben aus dem schönen Tarot-Deck. Und dann wollen wir noch Klärungskarten aus dem Lenormand, was das alles genau zu bedeuten hat. So, dafür mische ich jetzt nochmal schön die Karten durch. Ja,
wie beim Bäcker der Teig, der Patrick an der Karte. So, ich habe es gerade schon in den Energien zum Wochenende gesagt, die ja auch schon online sind. Ich bin krampfhaft und wild entschlossen, am Wochenende umzuziehen in mein Liegezimmer da hinten. Es ist soweit schon alles angerichtet. Am Samstag habe ich mir in eBay Kleinanzeigen auch nochmal eine Palme gekauft. Ja, weil da soll es ja auch schön grün sein. Und dann fiel mir jetzt im Endeffekt eigentlich nur noch der letzte Hauruck, das letzte Hurra. Das ist dieser Schreibtisch hier mit all seinen Karten, Kameras, Beleuchtungen, Computer, Equipment und. Aber ich glaube, ich kriege am Wochenende endlich mal meinen Hintern hoch. So, das nur am Rande. Ich nehme euch da natürlich mit und wir machen eine schöne Dekoration. Und dann geht's auch schon los. Ich würde sagen, du konzentrierst dich auf deinen Wunschpartner oder dein Herzblatt, mit dem du gerade irgendwie ein Thema hast, wo du sagst, ah Gott, könnte besser laufen, um Gottes Willen, was ist denn hier nur los? Da wollen wir jetzt mal unseren Fokus drauf legen, auf diese Person. Du und diese Person, mehr ist nicht in deinem Kopf momentan, nur ihr beide. Und wir wollen jetzt hier mal in den Karten nachschauen. Ja, halte ich daran fest, gehe ich diesen Weg oder bringt mir das alles gar nichts? Wir schauen uns das jetzt an. Und diese Karte ist so ein bisschen das Thema immer, ja? Und da haben wir, ja, der Page, der Stäbe, ja, was macht der denn? Das ist eigentlich eine Karte, wo man sagt, da geht jemand auf jemanden zu, da ergreift jemand eine Chance. Auch so ein bisschen eine Karte für einen Aufbruch, ja? Also der schaut jetzt, ob sein Stab auch steif genug ist, damit er eine Wanderung machen kann. Ne? Also irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, ist er da wohl irgendwie in den Startlöchern in Bezug auf bessere Zeiten? Hat er vielleicht selbst erkannt, okay, so wie es mit dir und ihm gerade irgendwie läuft oder auch nicht, das kann nicht der Weg sein. Da muss es doch Besseres geben. Ne? Daher ist der Page der Stäbe eigentlich auch jemand, der ergreift die Chance beim Schopfe. Ja? Das ist auch einer, der geht mal auf jemanden zu. Also diese Energie, die euch beide da so umgibt, ist schon die, dass man irgendwie versucht, aufeinander zuzugehen, eher vielleicht eher zögerlicher. Na, ist er da, ist er weg, ist er weg, ist er da. Na, also da geht es schon darum, ist es jetzt möglich, die Chance zu ergreifen, um hier in eine schöne, feste Partnerschaft zu kommen. Ja? Das ist auch immer die Frage in den persönlichen Readings, die mir gestellt wird. Kommt er noch einmal zurück, meldet er sich nochmal? Ist für mich immer dann gleich, meldet er sich nochmal in Bezug auf eine feste Partnerschaft. Weil alles andere kann er sich sparen. Na, wenn er wieder auf dich zukommt und immer noch nicht wirklich irgendwas will, dann kann er gleich daheim bleiben, weil damit können wir nichts anfangen. Wir wollen eine Partnerschaft und zwar eine schöne. Na? Ja, da geht es jetzt irgendwie darum, um ja, eine Chance zu ergreifen. Und was geht ihm denn da an diesem schönen Tag in seinem Köpfchen vor? Ja, da haben wir drei Münzen. Das ist die einzige Münzekarte, wo die Münzen nicht golden sind. Die sind aus Stein. Und da geht es einfach darum, etwas aufzubauen, etwas auszubauen, etwas zu verbessern. Also ich entnehme der Energie rund um ihn herum schon jetzt irgendwie den Flair. Okay, er hat verstanden, dass er auf dich zugehen sollte, dass er auf dich zugehen darf und zwar besser, als er es bis jetzt gemacht hat. Ja, weil hier gibt es viel Verbesserungspotenzial seinerseits, das weiß er auch. Da geht es um den Würfel, bisschen die Unsicherheit, ist aber auch eine Karte dafür, es steht bald eine Entscheidung aus. Ja, mit der Welt, Harmonie, Ankommen, ein Kreis schließt sich, ein Zyklus beginnt. Die Vollendung. Also ich sehe schon, in seinem Kopf geht es tatsächlich irgendwie auch rund um das Thema, wie kann ich Dinge besser machen? Wie kann ich die Chance beim Schopf ergreifen? Was kann ich tun, damit dieses Zusammenkommen besser funktioniert? Also da ist wohl die Einsicht, da hat er einen Fehler gemacht. Mhm. Und da ist jetzt in seinem Kopf schon schön zu sehen, alles klar, ich weiß Bescheid, ich bin schuld, ich musste Dinge besser machen, ich habe dich vielleicht auch links liegen lassen, ich habe dich geghostet, ich habe mich von dir zurückgezogen, ich habe mich nicht gemeldet. Ich weiß schon, dass ich eigentlich derjenige bin, der hier
viel, viel besser machen müsste. Das kann ich dir jetzt schon sagen. So, ja, während dich die Sehnsucht quält, das sind die drei der Stäbe in Bezug auf dieses Kapitel, was hier momentan ja vielleicht bei euch irgendwie geschlossen ist, weil es halt auch nicht irgendwie auf ist. Na? Und irgendwo weißt du auch nicht so genau, geht es jetzt da in Richtung Liebe oder nicht. Also in deinem Kopf ist das Thema groß. Ich habe Sehnsucht, ich möchte jetzt losgehen, ich möchte gerne vorwärts kommen, weiß aber nicht so genau, ob das in die Liebe führt. Also bist du schon bereit, ein Risiko einzugehen, zu warten und zu hoffen, dass sich auf seiner Seite irgendwie etwas tut, was die ganze Sache mal ins Rollen bringt. Und zumindest in seiner Birne kann ich dir jetzt schon sagen, aha, da ist so die Idee zu sehen, ich könnte ja die Dinge mal ein bisschen besser machen. Ich könnte die Dinge ja mal anders machen. Na? Also von daher haben wir schon mal ganz gute Energien an der Stelle. Und dann schauen wir aber auch mal rein, was sagt denn da sein Herz? Ja, der Wagen, auf geht's, los geht's, packen wir's. Ich muss mal was riskieren. Er weiß also, dass er etwas tun muss. Ja, er weiß also, dass es von ihm ausgehen muss, dieses wir gehen jetzt Richtung Partnerschaft, weil der Wagen ist eigentlich eine ganz gute Karte. Da geht es wirklich darum, da geht es auch um einen Aufbruch. Ja? Da geht es um etwas, ja, der ist auch relativ schnell. Da geht es auch darum, dass er mal was riskieren darf. Ne? Also wir haben hier was zum Verbessern. Er möchte was riskieren. Wir haben hier, ja, da ist eine Chance da. Ich gehe vielleicht auch irgendwo auf dich zu. Entnehme seinen Gefühlen, aber aktuell auch die Unruhe, die da liegt. Die Vögel, Unruhe, Nervosität, Aufregung, ja, fast schon so ein bisschen Stress innerlich, ne, in Bezug auf das Thema. Kann das in die Bindung gehen? Kann das in ein festes Wachstum gehen? Der Baum, ja, Karma-Karte, vielleicht auch die Karte des Lebens, wo er sagt, ja, bin ich etwa wirklich zu blöd, eine Beziehung zu führen? Bin ich zu blöd, um auf dich zuzugehen? Wie kann denn das sein? Ich muss mal was ändern bei mir. Na? Ich darf vielleicht auch mal meinen Kopf ausschalten. Ja, aber nicht jetzt, weil jetzt sind gerade schöne Dinge in seinem Kopf zu sehen. Lass ihn bitte an. Von daher geht es da irgendwie schon in die richtige Richtung. Na? Glaube auch, dass er bald etwas riskiert. Na? Da wird es bald zur Sache gehen. Im Kopf ist die Idee da, im Herzen ist die Idee da. Bisschen Unsicherheit und Aufregung ist da. Das ist auch gut so, das soll so sein, weil Liebe hat ja auch was mit der Aufregung zu tun. Aufregung muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Na? So, in deinem Herzen sehe ich es schon. Der Page der Schwerter, der möchte gerne Klarheit haben. Na, das ist das Streben nach Klarheit. Ich möchte jetzt im Herzen mal wissen, was ist denn da eigentlich los? Soll ich diesen Typen loslassen oder soll ich ihn empfangen? Das ist ja auch das Thema des Readings, liegt genauso in deiner Herzenergie da. Also bist du jetzt hier genau richtig. Ja, das Loslassen und Empfangen ist auch immer so ein Thema. Ich sag's ja, einfach mal um sich herum alles abgeben, alles loslassen, sich an nichts klammern, sich an nichts heften, an niemanden festhalten, sondern einfach mal alles loslassen, was um dich herum ist. Und das, was dann zurückkommt, das, was dann bei dir bleibt, das gehört dann auch wirklich zu dir. Das kann dein Thema sein. Mal entspannen, loslassen, sagen, ich gib's ab, ich gib's weg, bitteschön, und ich bin raus. Und wenn du da bleibst und kommst, weiß ich wenigstens, dass du zu mir gehörst. Das ist dein Thema im Herzen, darfst du auch mal machen. Mach die Sache nicht schlimmer, im Gegenteil, besser, wenn du sagst, okay, ich bin bei mir, ich kann mein Glück für mich selbst erzeugen, ich möchte von niemandem abhängig sein, dass es mir gut geht. Das fahre ich jetzt mal so, die Strategie. Und dann kommst du auch in deine Klarheit rein, weil was dann da ist oder was zu dir kommt, das will auch von alleine bei dir sein. Na? So, jetzt wird es aber spannend. Wir schauen nämlich in die Tendenzen rein. Frage war ja, tut mir das alles gut? Eigentlich gerade eben nicht, aber ist da Aussicht auf Besserung? Wir schauen uns das an. Ja, da haben wir einen Ass der Stäbe. Beim Ass der Stäbe, ja, da geht es auch schon wieder ums Risiko. Na? Und er dreht sich hier auch schon von den Mäusen weg. Ja, die Mäuse, das ist das, was bei ihm gerade so ein bisschen vorherrscht in der Energie. Schwund, Verlust, Zerfall, Kummer, Sorge, etwas nagt an ihm. Und wenn ich mir jetzt die Tendenzen für die nächste Zeit anschaue, hat er auch die Nase gestrichen voll.
Ja, hier geht es auch wieder darum, etwas zu riskieren. Also, dass er bald ein großes Risiko eingeht und auf dich zukommt, das ist in diesem Reading auf jeden Fall mal Fakt. Da wird was kommen. Er hat nämlich auch keinen Bock mehr, dass das Thema länger an ihm nagt. Er merkt, er kommt gar nicht so wirklich von dir weg. Er muss die Dinge ändern, damit das was wird. Und deswegen dreht er sich hier von dem Kummer weg und sagt, nö, ich möchte jetzt Bindung, Wachstum haben. Ich möchte ein Risiko eingehen. Ich möchte, dass da etwas vorwärts geht. Ja, und du hast jetzt hier auch noch die 10 Münzen, dass da geht es so ein bisschen um Reichtum und Zufriedenheit. Ich glaube, dass du auch in deine Zufriedenheit kommst in der nächsten Zeit. Denn mit den 10 Münzen, ja, da sieht man es ja schon auf der Karte, da fühlt man sich einfach wohl. Da ist ja alles da, was man braucht. Na, mehr geht nicht. Das ist ja Reichtum aller Art, das ist die Erfüllung, das ist die Zufriedenheit. Dass du hier sagst, okay, ich sorge mal für meine eigene Zufriedenheit. Erstens, dass ich jetzt mal alles von mir weggebe, was gerade um mich herum ist, was mich belastet, was mich stresst, was mich nervt, was mir Fragezeichen macht, was mir Sehnsucht macht. Ich gebe alles ab, weg, und dann warte ich und schaue, was bleibt und was kommt zurück, weil das gehört dann tatsächlich zu mir. Das ist dann mein wahrer Reichtum mit dem Stern. Das ist die Erkenntnis, die Klarheit, die Fülle, und das ist auch die Wunscherfüllung in Bezug auf einen Neubeginn mit ihm. Also von daher haben wir hier wirklich sehr, sehr gute Energien im Deck. Ich sage es ja immer wieder, es ist so, dass ja, wenn mal das Kennenlernen nicht richtig läuft, wenn da der Wurm drin ist, na, wenn es stolpert, stockt und hakt, na, oder die Partnerschaft mal auseinandergeht, ist nicht immer so, dass das dann vorbei ist. Es ist auch ganz oft so, dass man in einer Pause, in einer Trennung auf jeden Fall mal auch seine Erkenntnisse haben kann und dann merkt, okay, mein Partner oder meine Partnerin fehlt mir tatsächlich. Das habe ich die ganze Zeit nicht wahrgenommen, nicht gemerkt. Ich war da so in einem Alltagstrott, Strudel drin, habe die Liebe nicht mehr wahrgenommen, habe das Zusammenkommen nicht mehr wahrgenommen. Und jetzt ohne einander fällt mir eben auf, dass ich schon wieder auf dich zugehen möchte, dass ich Dinge verbessern möchte, dass ich ausbauen, aufbauen möchte, dass hier ein neuer Zyklus beginnt, dass ich was riskieren darf, dass es vorwärts gehen muss, auch wenn es unruhig und aufregend ist, weil ich vielleicht gar nicht weiß, wie reagierst du, wenn ich wieder auf dich zukomme? Na, hier ist Bindung, Wachstum zu sehen. Ich habe keine Lust mehr, dass Dinge an mir nagen. Ich möchte hier auch nochmal ein Risiko eingehen, dass du zufrieden bist, dass du deine Wunscherfüllung hast, dass hier ein Neubeginn liegt. Also von daher haben wir doch ganz gute Energien. In diesem Reading, in diesem Kartenblatt würde ich dir in einem persönlichen Reading auf jeden Fall sagen, okay, ich sehe dein Tief, ich nehme es schon wahr, deine Ungewissheit, deine Sehnsucht, aber es schaut hier so aus, als könnte man das tatsächlich aussitzen. Na? Ja, wunderbar. Also ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ja, an der Stelle mal wieder, wenn dir ein Video von mir gefällt, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen rauf oder über einen lieben Kommentar. Oder du abonnierst den Kanal und drückst die Glocke, wenn du öfters mal vorbeischaust. Da würde ich mich zum Beispiel drüber freuen. Ansonsten gern geschehen, wie immer gilt für persönliche Readings. Einfach mir eine WhatsApp schicken. Ist total unkompliziert bei mir. Alles easy. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bleib gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao. Vielleicht im neuen Liegezimmer.